Identität ist ganz, ganz wichtig, wo du hin willst. Und du musst vom Jugendbereich bis in den Männerbereich verstehen, dass die Qualität des Einzelnen die Mannschaft ausmacht. Und wir hatten, ja, jetzt bin ich auch schon ein paar Tage älter, schon mal 1996 den Slogan, der Star ist die Mannschaft. Das macht natürlich alles Individuelle kaputt. Aber du brauchst immer eine Identität. Ich hatte das Gefühl, dass zwischendurch der deutsche Fußball seine Identität total verloren hat. Wenn wir das betrachten, was sportlich war, merkt man, dass kleine Veränderungen im Spitzenbereich große Wirkungen haben. Und wir laufen aktuell der Musik hinterher. Das ist ja einfach so, sowohl was die Nationalmannschaft betrifft, als auch ein bisschen auf Club-Ebene, wenn wir dann die allerhöchsten Maßstäbe haben.